Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replay Cast Nummer 1159 zu einem ZVT. Und zwar mit einem ganz bekannten französischen Zerg, der ist beim Team Gamers Origin. Es ist Stefano. Und der spielt hier gegen den koreanischen Terraner in Blau. Das hier ist Kaizi Gamings Bunny. Bunny hatten wir erst. Und eben Stefano ist auch noch mit in der Gruppe B. Und die beiden tragen gerade ihr Lowest Match aus, also ihr Losers Match. Der Verlierer ist raus, der Gewinner muss im Deciders ran. Und ja, Stefano natürlich bei weitem nicht mehr so aktiv. Und somit, ja, nicht mehr so die monströse Gefahr, die er früher mal war. Er war ja der Nicht-Koreaner in den Jahren 2013 ging es dann schon wieder abwärts. Und ja, bis Mitte 2013 war er dann aktiv. Also sein Hochpunkt war wirklich so Ende 2012. Da hat Stefano so viele Dinge abgeräumt, war so krass unterwegs. Und natürlich auch, er war wahnsinnig einflussreich für das ganze StarCraft-Metagame. Gerade was den, ja, Roach Max Out, der lustige drei Basen Roach Max Out, das ist durch Stefano entstanden und das hat vielen Protossen damals Schwierigkeiten gemacht. Stefano mit seinen Roaches auf der Map Daybreak, das war wirklich ein Erlebnis, gegen das man nicht gar nicht spielen wollte. Und das haben die anderen Zergs dann auch fleißig nachgemacht und da hat Stefano ordentlich das Metagame ruiniert. Ja, heutzutage ist er ist am Studieren, glaube ich, immer noch, bin mir aber da nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, er macht andere Dinge außer StarCraft, aber er streamt auch noch, also er spielt schon noch. Auch so ein Fall von StarCraft-Spieler können StarCraft einfach nicht loslassen, auch wenn sie ihre Karriere schon als beendet erklärt haben. Und wir schauen einfach, wie er sich hier gegen Bunny schlägt. Bunny doch ein formidabler Gegner, der hier bereits auf Triple TC spielt, wie man sieht. Dritte Basis schon unterwegs, da wird dann Factory und Barracks geswitcht für den Reaktor. Reaper ballert hier noch ein bisschen um sich. Und Stefan hat ebenfalls seine dritte unterwegs. Stefano spielt aber auch bei anderen Caps, wenn ich das so sehe. Also er ist hier und da schon unterwegs für das eine oder andere Match. Und momentan tatsächlich lustiger, als wenn ich das richtig sehe, ist Stefanos Aligulag-Ranking tatsächlich höher als sein damaliges Peak-Rank-Rating. Also als er damals 2012 am stärksten war im Vergleich zu jetzt, aber es kommt natürlich dazu, dass man über die Jahre eine gewisse Inflation in dem Ranking drin hat, in dem Rating drin hat. Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass quasi je besser oder je mehr Spieler besser werden, desto mehr geht das alles nach oben. Und die Baseline erhöht sich dann Stück für Stück. Und das kommt auch davon, je nachdem wie viele Spieler danach rücken und dann quasi die untere Basis der ganzen Geschichte bilden. Weil ich glaube auch, es sind jetzt viel mehr Spieler in der Liste drin als damals noch und somit eben bewegt man sich da, denke ich, ein bisschen nach oben. Oder was war Stefanos Highest? Ja, er hat gerade momentan, naja, ist nicht ganz, aber er war auf jeden Fall vor ein paar Monaten, im Januar war er in seinem persönlichen ZVT-Peak tatsächlich, in seiner Peak-Form, was sein ZVT-Rating angeht. Auch spannend. Tatsächlich nehme ich sein ZVT sein mit Abstand stärkstes Matchup. Das ist auch immer noch so. Hängt solide 200 Punkte über seinem Durchschnitt, bis über 100 Punkte über seinem ZVP und seinem ZVZ. Also, das ist dann das und das Matchup, wo man ihm am ehesten eine Chance geben kann. Wir sehen hier auch Doppel Evolution Chamber, mehr Drones, Doppel eBay beim Terraner, also beide gehen da auf Upgrades und wir kriegen auf jeden Fall ein Makro-Game zwischen den beiden auf Eternal. Stim ist unterwegs, es sind aber auch einige Hellions draußen. 6 Queens, ein paar Linge. Es kommt ein Leertag mit dazu. Und wir hatten bisher noch nicht viel, was gestorben ist. Aber jetzt mit diesen Hellions wird es natürlich ein bisschen spannender. Bunny währenddessen auch, wie man hier sieht, Liberator unterwegs. Also das Harassment-Game geht jetzt los. Wie gut ist Stefanos Defense? Wird jetzt mal angekratzt. Er hat keinen Sporkballer, er hat ja keine Queen. Den hat schon wieder so ein bisschen leiden. Eine Drone wird gesniped. Oh, die Queen läuft leider gerade in ihren Verderben. Aber währenddessen ist eben die Ablenkung durch die Hellions hier an der dritten Basis. Da wird durchgebrannt. Nicht wie viel Damage da bisher gemacht wurde an den Workern. Drei Drones sind bisher gefallen.
Und hier die Drones. Oh nein, die Drones Undernatural. Die versuchen zu fliehen, die versuchen teilweise zu fighten. Und nein, sie sind hier. Ja, sie waren nochmal gesplittet. 7 Drones gehen da down. Die Drones versuchen wirklich ihr Bestes, um da wegzukommen. 9, 13 Drones am Ende gehen da down. Aber dafür wird die gesamte Army hier abgeräumt. Und auch der Liberator wird hier vermutlich sein Ende finden. Wird nochmal zusammengeklappt. Nein, er kommt hier nochmal weg. Er kann wegfliegen. Und wir sind jetzt bei 1200 zu 900 Resources lost. Und eben die 13 Drones. Das lief lange gut tatsächlich für Stefano die Defense, aber jetzt hier am Ende die Natural, da hat es dann doch nochmal eingeschlagen, durchgebraten und das Drone Barbecue wurde vollendet. Das hat sich Bunny ordentlich schmecken lassen und hat jetzt hier entsprechend eine richtig starke Economy-Ausgangslage. Trotzdem, Stefano ist natürlich noch nicht raus aus der Geschichte, er kann das nachdronen, er hat Upgrades unterwegs, er hat sein Leertech da, es ist Complaining Speed, also er hat auf jeden Fall viele wichtige Werkzeuge noch mit unterwegs. Auch seine vierte Basis ist gleich fertig hier. Also von daher sieht es nicht so schlecht aus, trotzdem Stefanos Ausgangslage nicht die beste. Und er geht auf Lingbaning Hydra. Sehr gespannt, wie erfolgreich das sein wird. Und das ist ein Link knapper dann noch rum an der dritten und kriegt vielleicht sogar ein SCV. Warum? Why? Den Kill hätte easy haben können, stattdessen hat er zwei SCVs schwer verwundet. Aber okay. Wird schon einen Plan gehabt haben. Zwei Panzer werden mit rangeliefert. Die Bio-Army ist unterwegs. Bisher die Marine-Truppe hier mit den Medivacs. Und die vierte soll belagert werden. Aber da ist auch ein bisschen was an Lingbaning. Er ist auch gleich 1-1 fertig hier für Stefano. Währenddessen bei Bunny das Possens Armor fehlt noch ein bisschen länger. Und wir haben aber schon wieder tote Drones, denn der Liberator ist zurückgekehrt an der Natural. Killt 4-5 Worker. Wenn das nicht geht, habe ich auch zur Sache. Das heißt, 6 Drones gehen bisher down. Der Panzer, wir sind die Panzer belagern hier. Ballern der Damage drauf jetzt rein, aber die Linge mit rein. Die Bane kommen dazu. Nochmal schöner Schuss mit dem Panzer in die Banes. Nochmal schöner Schuss mit dem Panzer in die Banes. Und auch die dritte Runde sollte da reinballern, aber das hat nicht mehr funktioniert. Panzer werden abgeräumt, aber es kostet Stefano wieder einige Einheiten. Währenddessen hat er den Liberator, wie es aussieht, geklärt und hier die Marines Mana ein bisschen Schaden werden, aber hier abgefangen und werden ja von den Queens und den Lingen zurückgeschlagen. Jetzt ist Combat Shield und Infantry Armor 1 durch. Stefano geht bereits auf sein Plus 2 Carapace. Tatsächlich, ja, seine 2-2 Upgrades sind schneller unterwegs als die vom Terran. Gerade ist sein Plus 2 Carapace ist sehr, sehr weit vorne tatsächlich vom Timing her. Man sieht, es kommt halt Plus 2 Attack. Da kommt zudem noch Concussive Shells, Widowmine Upgrade, jetzt auch 2-2 komplett. Also Upgrade Parade beim Terraner weiterhin. Das Upgrade-Tab wird da weiter gefüllt. Bei Stefano kommen jetzt die ersten Hydras mit aufs Feld. Die haben jetzt auch ihr Speed-Upgrade. Range fehlt noch. Und hier gibt es das nächste Engagement mit dem Rings. Die splitten sich schon mal präventiv, falls da Baninge rankommen. Währenddessen ist noch ein Drop unterwegs. Und wir sehen, die Marines ballern hier sehr viel Creep aus dem Leben. Können dann die vierte wieder versuchen, vom Highground aus zu belagern. Stefano, was kann er dagegen tun? Währenddessen ist der Drop hier unterwegs von Bunny Richtung Natural ein weiteres Mal. Stefano muss sich dann zwei Fronten verteidigen. Er schickt Linge auf jeden Fall darüber, aber währenddessen starb hier oben schon die Drones weg. Hier drüben der Drop wird aber teilweise abgefangen. Das Medic ist auf jeden Fall ziemlich low, nur noch 30 Hitpoints. Trotzdem, die Marines hier machen den Damage. 6 Drones gekillt, den Creep zurückgeschlagen. Das Dropship hier oben wurde jetzt gesniped. Die Marines gehen da nochmal mit down. Und wir sehen aber auch ein paar Marauder werden jetzt mit eingestreut. Mehr Barracks kommen online. Es gibt eine PF an der vierten für Bunny. Also seine Economy breitet sich da auch weiter aus, währenddessen Stim reingeht's in den Creep hier wieder mal da, aber Baning in Linge in großer Anzahl von, da muss man aufpassen mit den ganzen Marines, es sind auch Hydras mit dabei, ist auch die Medics müssen ein bisschen aufpassen, aber was noch fehlt ist das Range Upgrade, das heißt die Hydras schießen einfach noch nicht so weit, um da gut an die Medivacs ranzukommen, es kommt jetzt hier aber auch schon Lurker denn und Infestation Pit tatsächlich, Stefano will er hier tatsächlich Lurker spielen gegen den Turn, sieht man nicht wirklich viel gerade. Metagame. Tatsächlich sieht man zurzeit eher wieder die Mutas, also auch Hydras sieht man nicht so häufig und selbst dann Lurker. Also es ist Stefano, der spielt immer wieder mal so seine eigenen Sachen und hat damit Erfolg. Hat er auch schon die letzten paar Jahre wieder mal gemacht. Er war auch jemand, der eben sehr, sehr fleißig die Swarmos genutzt hat. Auch wenn andere damit überhaupt nichts anfangen konnten, aber Stefano hat damit Spiele gewonnen. Ja, mal sehen, wie gut sein Lurker-Plan hier funktioniert. Braucht natürlich noch eine ganze Weile, währenddessen flitzt Stefano mehr Creep. Hat noch einiges im Creep da, hier drüben. Oh, die Hedge ist komplett gesniped worden, glaube ich. Ja, die ist down. Die wurde nicht gecancelt, währenddessen der Drop hier wird nochmal abgewehrt. Aber das kostet auch dem Zerg wieder ein paar Units. Also bisher für Bunny sieht sehr, sehr gut aus. Und oh, was für ein sexy Widowmine-Hit hier. Widowmine 13 Kills hat sich schon gelohnt. Das Ding kostet nicht viel Geld und es macht sehr viel Damage, wenn es gut trifft. Und wir sehen, bei Bunny kommt schon ein Fusion Core mit dazu. Ein weiteres Starport. 2-2 ist jetzt auch mal gleich drauf beim Terran, wenn das ein Overlord Speed und die ganze Upgrade-Palette bei Stefano ist auch fertig. Sein Plus 1 Missile-Tax kommt mit dazu und es beginnt der Hive-Tag. Währenddessen wird hier wieder ein Drop zurückgeschlagen. Also Bunny macht einfach viel Action mit den Drops, kümmert sich gerade gar nicht um den koordinierten großen Attack, sondern einfach viele kleine Attacks, die er darüber schickt, produziert mehr und mehr Widowmines tatsächlich. Natürlich gleich noch Drilling Claws erforschen, wenn er den
Fusion Core dann mit dabei hat. Hier das Medic allerdings, kriegt erstmal eine Breitseite ab. Trotzdem nächster Go auf eine nächste Edge. Die wird aber gecancelt. Trotzdem Stefano. Er kommt auf keine fünfte Basis aktuell. Der Terraner baut schon seine eigene fünfte. Also das sieht economy-technisch nicht so toll aus. 76 zu 80 Worker, das wurde das Medivac wieder low, aber es überlebt. Man sieht hier, Bunny führt da mehr und mehr in der Economy. Stefano hat weniger Supply, aber er hat wahnsinnig viel Geld auf der Bank. Also er wartet irgendwie auf was, wo er investieren kann. Okay, er baut jetzt 50 Länge. Auf einmal hat er noch Larven, er hat noch jetzt ein paar Larven am Start. Wurde nochmal ein paar Overlords, ist nämlich Supply Cap gerade und wird jetzt wieder an dieser Edge belagert. Und die Edge wird aber gecancelt. Hier drüben gab nochmal einen Link, der hat die Basis kurz geblockt. Also zumindest die Basis auch noch ein bisschen gebremst. Jeder Drop steht noch parat am Rande des Scripts und die Einheiten hier oben halt, das sieht so richtig komisch aus, das Gebiet hier, aber sie haben Erfolg, sie ballern das Gas auseinander, sie nehmen den Creep raus, wenn das ein, jedes Mal der erste Lurker Morph an ist, kommt das Lurker Upgrade, Seismic Spines, es kommt 3-3 für Linge und Baninge, hier wird eingeladen, weggeboostet und die Hydra Sniper nicht gut genug als Antier, um die Medivacs einzufangen, wenn das geht, der Trupp wieder nach vorne, hat die Queens zerstört, erfolgreich momentan und Stefano versucht hier mit einer neuen Base, aber bisher hat er da nicht wirklich viel Erfolg, es gibt mehr Lurker. Stefano Supply währenddessen. Oh, da gibt es nochmal einen ordentlichen Widowmine Drop. Wird zwar alles geklärt, aber es hat 9 Drones gekostet. Also es war schon wieder eine teure Angelegenheit. Trotzdem mit Wiener Glance 3-3, Seismic Spines. Da kommen wichtige Upgrades für Stefano. Wenn er die hat, kann er auch durchaus auch besser fighten, wenn er es schickt. Aber jetzt auch Bunny seinen Rest-Supply mit raus. Er will jetzt auch endlich mal die Fights angehen. Ja, Stefano, was ihm noch fehlt, ist das Speed Burrow Upgrade. Die Drilling Claws. Ne, die Tunneling Claws. Nein, nicht die. Aber wie heißen die Claws von den Lurkern fürs schnelle Eingraben? Adaptive Talents? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall wird hier durchgestachelt. Seismic Spines sind durch. Da ist es. Wie heißt das Kind? Bin mir gar nicht sicher. Adaptive Talents, genau, so hieß es. Ah, so viele Upgrade-Namen. So, und man sieht, die Marauder gegen die Ranged Lurker haben es gar nicht so einfach. Damit Stefano defendet erstmal. Hält seine Basis hier noch am Leben. Natürlich, Liberator kommt Stück für Stück nach vorne. Das ist ein Problem. Das heißt, Stefano braucht mehr oder weniger Vipern. Oder muss eben immer wieder aus- und eingraben. Momentan hält er einfach die Position, währenddessen hier ist ein Trupp hier drüben an der PF, wird gerade von Bio begrüßt, aber der, ja, die Baninge hatten gerade Spaß und jetzt geht es einfach weiter Richtung PF und Bunny ist da gerade, ja, mit anderen Dingen beschäftigt, er versucht zu counter-repairen, das hat aber überhaupt keinen Erfolg, das heißt, die PF wird hier sehr wahrscheinlich geknackt werden, währenddessen hier oben aber ist eine Hedge auch zerstört worden, ja, die PF geht hier down, die Hydras gehen nochmal tiefer rein, snipen den Leopard und Bunny hat hier so viele Command Center im Bau, fühlt sich seine Sache schon so sicher, dass sich jetzt seine Economy massiv aufstockt. Währenddessen Stefano, der versucht einfach weiter die Position zu halten, muss aber weiter und weiter zurückweichen. Baut mehr und mehr Hydras und wir sehen 3-3 für den Terraner kommt. 3-3 für den Zerg dauert noch ein bisschen. Stefano zieht aber seine Einheiten von der Seite jetzt mit rein. Nimmt da mal eine Widowmine raus und da steht noch so viel Bio dahinter, hinter diesen Liberatoren. Das wird wahrlich nicht einfach für Stefano hier zu engagen. Er hat einen Trupp hier oben, er hat einen Trupp hier vorne. Irgendwann muss er da reinrennen. Baut nochmal mehr. Er hat jetzt dann auch gleich den Max-Out erreicht. Säbelt sich mit den Lurker nochmal durch. Okay, jetzt geht's aggressiv nach vorne. Rein in die Bio, rein mit den Hydras, mit den Baningen. Die Bio wird gejagt, da ist noch ein bisschen Creep mit dabei, der aushilft. Die Baninge kullern da auch rein tatsächlich. Da räumt Stefano ziemlich gut drüber, muss man sagen. Allerdings, es lebt noch ein Trupp vom Terran, nämlich hier oben. Der hat sich durch, keine Ahnung, was alles durchgeschossen, aber es hat sich durch Dinge durchgeschossen. Die Lurker graben sich hier wieder ein, stacheln sich durch den Marauder, die Marauder durch. Aber da waren die Queens da rausgekommen, da sind ein paar Drones gestorben. Und Bunny versucht immer das Beste aus diesem Trupp hier rauszuholen. Die Hydras jagen gerade die Medivacs. Bunny crusht nochmal mit rein. Und der Drop kommt nochmal weiter tatsächlich. Die Hydras schaffen es nicht, das zu snipen. Aber Stefano pusht jetzt hier gerade mit allem nach vorne, was es so noch übrig hat. Widowmine wird rausgenommen eben hier. Soll ein bisschen belagert werden, aber das sind bereits Liberator in Position. Und hier wird eine neue PF gebaut. Hier ist eine neue PF im Bau. Also Bunny sichert sich hier auch ab. Versucht zumindest Widowmines haben hier nochmal reingeballert. Das sind nur Changelinge, die machen nichts Effektives. Und Stefano hat hier aber jetzt auch einen Overseer mit dabei. Die würde meinen, gerade so, dass sie nicht schießt. Lurker aber wieder mit am Start. Adaptive Talents plus, ja, Seismic Spines. Also die Lurkers sind stark. Haben plus 1 Attack. 3-3 jetzt auch auf Lingen und Banes. Stefano schickt seine Changing raus. Also er hält sich noch im Spiel. Bunny hat, ja, nicht wirklich so eine große Bank. Es kam Supply sogar hinten. Das sieht gar nicht so schlecht hier aus für Stefano. Widowmine schlägt sich nochmal mit ein, aber da geht nochmal ein Liberator und eine Widowmine hier vorne down. Stefanos nächste Armee will von der Seite einrücken, wird aber gescannt. Und Stefano versucht ja wieder ein relativ gutes Engagement zu nehmen. Widowmine hier hat schon ein bisschen Schaden abgekriegt. Und wieder mal Liberator versus Lurker hier. Keine Viper mit am Start für Stefano, um irgendwie gegen die Liberator arbeiten zu können. Sondern einfach weiter mit Hydras. Oben natürlich eine PF am Start, aber das weiß Stefano, glaube ich, noch gar nicht. Ne, von der Basis oben weiß er nichts.
Währenddessen kommt aber jetzt wieder der Trupp von der Rückseite, der versucht das jetzt hier in die Mangel zu nehmen, ist da vorne, geht hier vorne ins Engagement, hat aber nicht so viele Lurker mit dabei, aber Baininge versucht trotzdem einfach durchzuräumen, durch die dabei, es ist ihm egal. Währenddessen kommen jetzt die Lurker nochmal von der Seite, Baininge wurden ziemlich gekitet, Lurker ist da zwar eingegraben, aber die Lurker machen bisher nicht so viel, wobei Stefan ist durch die Liberty durchgebrochen und ist jetzt hier am PF, kann Bunny das verteidigen, er counter-repaired sein PF, aber die SCVs starben ihm da gerade weg, er kann aber die ganze Flanke hier komplett abräumen mit dabei und man sieht die Hydras da sterben Stück für Stück, aber die PF wird geknackt, SCVs gehen da down und es kommt noch ein Reinforcement auch für den Zerg mit dazu, es ist ein knappes Engagement, der Zerg geht nochmal tief rein in den Liberator, in die Bio-Einheiten, die Hydras auch mega angeschlagen, die Bio ballert nochmal der eine oder andere Hydra aus dem Leben, kitet durch die Baininge, die Lurker kommen mit nach vorne, ist da vorne und pusht nach vorne, was nur irgendwie geht. Und Bunny versucht einfach, sich mit Reinforcement hier dann gleich zu stabilisieren, aber muss jetzt erstmal den Tod seiner Wall in den Kauf nehmen. Aber ein bisschen kann er das Problem aussetzen. Und jetzt kommt er nämlich von zwei Seiten und kann die Hydras und die Lurker in die Mangel nehmen. Ist die Frage, reicht seine Feuerpower? Die Medivacs sind so ziemlich out of energy, heißt kein Heal, aber es reicht dir, man kommt durch die Hydras durch. Die Zerg-Army wird gecrushed. 15 SCVs hat der Spaß gekostet und eine Base, aber Bunny hat genügend Bases. Denn da stehen nochmal ein paar OCs rum und er kann auch Mews werfen natürlich wie ein Irre. Also wenn wir ins Mining schauen, Stefano führt zwar die letzten Augenblicke, aber nicht wirklich deutlich und hat, glaube ich, 3000 mehr verloren. Also er hat ein bisschen mehr verloren. Jetzt gibt es tatsächlich mal die erste Viper und neue Lurker, neue Hydras. Nochmal der Versuch, hier die Liberator zu snipen, bevor sie sich aufklappen. Da gehen zwei Liberator down, die Bio aber ballert sich einfach rein, nimmt mehr Einheiten raus und geht einfach auf die Edge. Bunny spielt es einfach mit mehr Tempo, weil er sich denkt, ja, die Lurker und die Hydras sind einfach noch nicht ready. Der Zerg braucht mehr und da geht er noch gut, da wird aber ein Schuss rein. Man sieht, die Hydras waren einfach nur zerrissen hier von der Bio-Liberator-Kombo. Und die Hatch fehlt auch mehr Hitpoints, das Medic wird nochmal low, der Lurker geht aber down. Und Stefano hat Schwierigkeiten, sich hier an dieser Base zu defenden. Supplies sind ähnlich niedrig tatsächlich, aber Stefano ist da hinten. Er hat eine Viper mit wenig Energie und er hat einfach nicht so ganz das Army. Er baut nochmal 12 Hydras mehr, aber Bank ist auch nichts mehr da. Bunny hat sehr viel Gas noch auf der Bank, braucht einfach mehr Mineral Mining tatsächlich momentan. Und er ballert sich halt immer noch durch mehrere wichtige Einheiten durch. Nochmal geht ein Lurker down, somit Lurker Count ist runter auf 0. Keine Lurker mehr mit dabei und der Spawncrawler, der reißt das auch nicht raus. Das heißt, der Fahner muss die Basis aufgeben. Bunny ballert sich da dran und es gibt jetzt hier oben die Basis. Die wird ja mit ein paar Drones versehen, die übrig geblieben sind. Aber die Hatch ist down und somit Bunny, er hat halt die Mining Base, er hat die Mining Base, er hat die Mining Base hier unten als OC mit Mules. Also Bunny geht's prima, Stefano hat die großen Probleme. Denn die Bio ist hier durchaus weiterhin effektiv. Wir sind jetzt bei 32 zu 28.000 Resources lost, also das Verhältnis hat nochmal um 1000 sich verschlechtert für Stefano. Er morpht neue Lurker, baut neue Linge. Aber kann er da wirklich bestehen? Die Linge rennt tatsächlich aggressiv einfach rein auf die Bio. Jetzt kommt die Hydras mit dazu. Und da soll es... Nein, es soll nicht durch die Liberator durchgehen. Das ist Stefano gerade ein bisschen zu riskant. Und Bunny, ja, schickt einfach. Man sieht, der Pain Train, das Reinforcement, das hier rauströpfelt, sammelt sich in einem größeren und größeren Klumpen. Und der Terraner, ja, baut sich schnell und effizient Richtung Max Out. Die Gasbank ist immer noch ziemlich hoch. Aber da ist ein weiteres Attack-Upgrade für Liberator. Das ist natürlich ziemlich nice. Noch mehr Damage, als ob die nicht schon genug machen. Und vier weitere Liberator werden gebaut, drei weitere Widow Mines und natürlich mehr und mehr Bio. Und man sieht, Bunny ist wirklich kurz vor Max-Out. Stefano hinkt da ein ganzes Stück hinterher. Stefano hat nicht mal die Overlords dafür, um gerade zu maxen. Bei ihm ist das 160 Spy gerade das Cap. Währenddessen hat ein Lurker versucht, hier zu resen. Aber die SVs wurden weggezogen, haben einen Repair gestartet und die Widow Mine finisht den Lurker hier. Erfolgreiches Solo-Kill. Tja, drum ist sie hier eingegraben, ha? Genau für so eine Aktion. Random Widow Mine trifft Random Lurker. Ship Weapons 2 ist gleich durch. Stefano hat seine Army nochmal aufgebaut, aber er hat trotzdem das Supply-Problem. Und ja, hier auch der Creep ist am dahinschmelzen. Und es sind so viele Marauder auch mit drin in der Terran Army. Ja, meine Army-Komposition 7, Liberator 22, Marauder 30, Marines, nur 3 Medivacs. Also Heal ist nicht viel gegeben, aber die Bio will einfach so viel Damage machen wie möglich, bevor sie drauf geht. Und Stefano, wo ist sein Verteidigungswinkel, den er nehmen will? Momentan eher aus der Natural, wie es scheint. Und das gibt Bunny hier trotzdem mehr und mehr Fläche, die er abräumen kann. Pusht hier weiter und weiter ran. Und klärt einfach so viel Creep. Und da kommt wieder ein großes Stim. Hat kaum den Heal, um den Stim hier gegen zu heilen. Aber er geht hier ins Engagement. Aber da kommen Parasitic Bombs auf die Liberator. Liberator waren relativ schnell rausgekommen. Jetzt kommen die Lurker und die Baininge mit dazu. Es sind aber nicht so viele Banes. Und die Bio kitet einfach nach hinten. Nimmt da mehr und mehr Einheit draus. Nochmal eine Blinde Cloud. Die war ziemlich gut. Trotzdem, Stefano hat 7 Drones verloren gerade und muss trotzdem irgendwie mit dieser Army erstmal noch fertig werden. Bunny kitet sich einfach weiter durch, nimmt einen Lurker nochmal mit raus, rennt da weiter weg. Könnt ihr nochmal einen Lurker umschießen? Nein, rennt einfach weiter weg. Die Lurker stacheln nochmal durch. Und das Supply ist tatsächlich ausgeglichen, aber nur weil Bunny gerade nichts weiteres an Einheiten wirklich groß baut, weil er einfach seine nächsten Produktionszyklus warten muss. Er baut jetzt auch mehr Production, nochmal 2 Starports mehr, hat nochmal ein Command Center fertiggestellt. Und am Ende ist es halt trotzdem eine Frage des Minings. Davon hat Bunny nämlich auch mehr, nimmt nochmal einen Lurker raus.
Und die Widowmine ballert nochmal rein. Und da kommen nochmal zwei Widowmines mit dazu. Können die noch was anrichten? Momentan einfach. Position wird gehalten durch Liberator. Lurker wird nach vorne geschoben, gesniped. Stephanus Lurker sind nur noch zu dritt. Waren auch schon mal wieder mehr. So, hier ist Sensor Tower am Start. Nochmal random Widowmines. Die könnten mal richtig wehtun. Oh, Widowmine trifft den Lurker nur mit Splash Damage. Ansonsten Linge tankt ihr das weg. Und jetzt gibt es nochmal Ducks auf Liberator. Aber es ist noch mehr Liberator mit dabei. Und man sieht, die Surge-Armee wird da vorne einfach zerrissen. Plötzlich ist Stefano 40 Supply hinten. Und er hat jetzt aber die neue Basis nochmal gebaut, die hier auch läuft. Das ist die Basis mit dem Bonusgas. Was für ein Game hier. 20 Minuten schon läuft die Map. Und tatsächlich, Bunny, ja, es hat sich vermutlich ein bisschen einfach am Anfang vorgestellt. Und jetzt muss er doch noch ein bisschen sich da durchbeißen. Stefano ist nicht so einfach klein zu kriegen, aber Runby wird hier gestartet. Da ist dann aber wieder Lurker, Hydras mit am Start. Wird um einen Schuss, wird weggetankt. Die Bio zieht sie erstmal zurück. Natürlich, was kaum vorhanden ist, ist Creep. Das ist die vorderste Fläche an Creep. Und da reicht auch ein Scan, um das alles rauszunehmen. Ansonsten sieht Stefano wirklich wenig von der Map. Das heißt, auch seine neue Hatch hier wird das nicht lange überstehen. Bunny kann also weiter Druck machen. Hat recht viel Freiheiten auf dieser Karte. Und eben wieder wachsenden Liberator-Count. Da kommt noch das Structure-Armor, das Neo-Steel-Armor mit dazu. Und er baut 7 SCVs gleichzeitig gerade, Bunny. Er geht hoch auf 77 Worker. Also er pumpt einfach seine Economy noch höher. Währenddessen wird er auf der linken Seite gerade gejagt von Lingen und Hydras. Und hat tatsächlich gar nicht so viel Reinforcement, mit dem er defenden kann. Die Linge und Hydras machen dann einiges Damage. Und Stück für Stück ballern sich die Hydras da durch. Die Linge fressen sich weiter. Die Wall ist noch nicht hochgezogen. Und die Reinforcement-Einheiten sind am Fighten. Währenddessen geht es aber hier vorwärts. Und da findet Bunny den viel wichtigeren Weg, denn er ist jetzt im Tech-Zentrum. Da ist Hive, da ist Evolution Chamber, da ist Lurker denn, da ist alles Mögliche. Die Hydras hier werden Stück für Stück zerrieben von der Bio. Der Lurker alleine macht das auch nicht wieder gut. Und ja, die Hydras verlieren diesen Fight, killen zwar ein bisschen was, aber das Problem ist, Stefano hat hier das Potenzial, dass er viel mehr flieht. Er muss das hier klären, er muss hier reinpushen, abduckt die Liberator, zieht hier alle Liberator wirklich ran, aber er hat gar nicht die Hydra-Feuerpower, um die Liberator klein zu kriegen. Die Queen kommt nochmal von der Seite, killt dann nochmal zwei Liberator tatsächlich. Trotzdem, Bunny macht sich nochmal hier auf dem Highground bequem, da werden nochmal die Abducts gesetzt, aber wieder die Liberator bleiben lange am Leben. Jetzt sind die Liberator down, da wird die Bio tatsächlich nochmal zerfressen. Von den Hydras, von den Lurkern, aber währenddessen rennt ein weiterer Trupp hier rein in die neue Mining Base von Stefano. Und die wird das nicht überstehen. Die Bio macht so viel Damage. Die ballert sich da easy durch, auch wenn das die Bio das Leben kostet. Das hat sich dann schon gelohnt, denn das ganze Mining wurde blockiert. Hydra wurde sogar noch kurz gefokust, hat aber nicht mehr ganz geklappt. Und ja, am Ende sehen wir jetzt eben den Effekt des Bunny-Damage, den er da gemacht hat. Denn Stefano hat hier in dieser Wall nicht wirklich viel Schaden gemacht. Gebäudetechnischen ein Supply-Depot gekillt und halt Einheiten. Und hingegen verloren hat er, ne, zwei Hatches sogar. Und somit ist sein Mining wirklich unterirdisch geworden, im Vergleich zu dem, was Bunny gerade kriegt. Das heißt, Bunny kann jetzt easy remaxen und dann ab jedem Maxout weiter pushen und dann versuchen, damit Stefano klein zu kriegen. Der versucht mit zwei weiteren Basen, also die eine nachbauen und die andere neu bauen. Aber Bunny ist bereits unterwegs und eben, es ist hier kaum Creep vorhanden vor dieser Base. Aber Stefano rennt einfach aggressiv hoch, denkt sich, ich lasse den Terraner gar nicht erst siegen. Das macht die Probleme nur größer. Somit, wir versuchen das präventiv zu nehmen, das Engagement, damit der Terraner das nicht auf seinen Willen machen kann. Und da waren sogar SCVs schon rein suicided, tatsächlich, damit Bunny noch mehr Army Supply bauen kann. Aber aktuell, ja, er muss seine Minerals mal runterbauen. Er hat noch 1000 Minerals auf der Bank tatsächlich gerade. Da kommt nochmal eine Blinding Cut, da kommt nochmal Adduct. Und tatsächlich, Stefano kämpft sich nochmal weit ran. Ich glaube, das macht Bunny für einen Moment echt Angst. Ich meine, er hat noch das Geld. Wie man sieht, er hat noch ein bisschen Mineral Bank. Auf jeden Fall kann er noch eine ganze Runde Marines bauen. Hat 6 SCVs aber verloren. Stefano konnte genügend Zeit kaufen, um seine Basen nochmal online zu kriegen. Bunny pumpt sich erstmal wieder hoch im Supply. Wie viele Lurker haben wir noch? 7 Lurker, 2 Hydras, zwei Viper nach wie vor. Und Stefano wechselt mal kurz die Seite. Oh, wichtiger Widowmine-Hit. Ein Lurker weniger. Das lohnt sich schon. Die Widowmine für einen Lurker traden ist für einen Terraner eine vollkommen okay. Oh, das ist ein Hold-Position-Lurker. Die warten auf ihren Einsatz. Die haben noch nicht gestachelt. Die wollen noch nicht stacheln. Die warten auf eine gute Gelegenheit, wenn es ein Stefano aber auch hier am Fighten. Da verliert er die Lurker. Die Lurker sind raus. Die Hydras sind also alleine. Und ohne die Lurker schaffen es die Hydras einfach nicht. Und die Lurker, die haben auch noch nichts wirklich gerissen. Das heißt, Stefano, das war zwar kein schlechter Plan, aber die Lurker helfen die halt in dem Fall nicht. Dann hat er nur noch ein paar, ja, einfache Hydras, ein paar Dinge, die schafft es nochmal durch die Marauder, aber da kommt mehr Reinforcement angelaufen. Das sieht nicht mehr gut aus hier für Stefano, er fliegt hier mehr und mehr. Jetzt kommen die Lurker reingelaufen, ja, das war nicht der Move. Und die Liberator haben da schon mal drauf geschossen, die Lurker sind nicht so ganz in Range. Die Hydras geben nochmal ihr Bestes, um die Bio loszuwerden. Das schaffen sie auch tatsächlich nochmal. Auch die Widowmines werden gekillt, aber die Lurker hier waren nochmal, einer wurde da aus dem Leben geschossen. Oh nein, die Bio hat gerade auch nochmal gelitten, aber mit dem Scan sind jetzt die Lurker auch down. Und Stefano droppt unter nur Supply und das ist nie ein gutes Zeichen. Der Terraner bleibt auf zumindest 140, auch Bunny kostet das nochmal sehr, sehr viel Army.
Aber er kann halt viel, viel einfacher nachbauen. Er hat immer noch die Bank, die er oder ganz einfach das mehr Ressourcen, die er gesammelt hat über die letzte Zeit. Und er hat jetzt einfach Bio, die immer noch sehr kosteneffizient tradet gegen Hydras, die jetzt ohne Lurker fighten müssen, ohne Vipern fighten müssen. Und Lipbait ist auch noch mit dabei. Wir sehen es am Army Supply, ist der Thrana einfach konstant vorne. Es ist wirklich krass, wie sehr sich Stefano hier werten, wie sehr er die Engagements trotzdem rettet. Auch wenn man es denken könnte, er hätte das schon längst verloren. Aber er hält sich da wirklich ziemlich gut. Bunny hat echt schwierig. Bunny hat es inzwischen auch mit Vespingas Mining übrigens nachgelegt, weil gemerkt hat, er braucht mehr Vespingas. Inzwischen ist sein Vespingas Mining richtig krass. So, und hier, Liberator waren belagert von den Hydras. Liberator ballern nochmal ein paar Hydras auf dem Leben. Die Lurkers sind wieder mit dabei ein paar. Aber die Bio ballert schon wieder ein paar Drones aus dem Leben. Die Linge waren geschreddert. Und Stefan hat immer noch Riesenprobleme an diesen zwei Basen hier. Und die kann halt sich kaum leisten zu verlieren. Und da geht's an die erste Drone-Line, die da durchläuft. Die stirbt schon mal teilweise. 7 Drones weniger. Wird ein Lurker gefokust. Kiten nach hinten gegen die Linge. Und Bunny hat währenddessen, ja, hier drüben seine nächste Base, die eigentlich Stefano mal haben wollte. Also, ja, der Terran hat trotzdem eine viel bessere Position auf der Map, auch wenn die Fights gerade nicht ganz so gut laufen. Irgendwann denkt sich Bunny, warte, ich dich schon klein kriegen. Da geht nochmal ein Liberator down, die Marauders sind angestimmt. Die Medics sind wieder alle so ziemlich out of energy. Ein paar Linge rennen aber von hinten ran, aber die Hydras schaffen es dieses Mal nicht, das Engagement zu klären. Denn, ja, Off-Creep, Mitte gegen die ganze Bio, das bisschen Heal, das noch da ist, reicht. Und Bunny macht hier nach 26 Minuten das 1:0. Was für eine Map 1 zwischen den beiden. Hätte ich so ja mal gar nicht erwartet. Dass Stefano sich hier wirklich so zur Wehr setzen kann. Ich meine, man sieht die letzten 10 Minuten, Stefano hatte nicht wirklich viel Mining-Vorteil. Und das als Zerg. Und er hat, ja, 60 zu 57.000, hat echt knapp getradet hier. Glaube ich, da war er stellenweise wahrscheinlich fast gleich auf im Verlauf dieses Spiels. Weil wenn man das so sieht, wie er die ganze Zeit mit wirklich verhältnismäßig richtig schlechtem Army-Supply gekämpft hat und dann trotzdem irgendwie die Fights gemanagt hat und dann nachbauen konnte und trotzdem weiter fighten konnte, ist echt eine Leistung, die man schaffen muss. Wenn man sieht, Bunny gehört hier so ziemlich die ganze südliche Hälfte der Karte, ohne Probleme. Hat dann Sensor Tower mit drin, hat überall PFs, die er baut, hat SDVs ohne Ende, ich meine 71 Worker. Und hier ist wirklich einiges zerschossen worden. Wir hatten 17 Medics, die gesniped wurden, 45 Widowmines, 40 SDVs, 2 PFs. Dagegen aber auch 6 Hatcheries, die gesniped wurden, 57 Drones, fast 100 Creep-Tumore. Das waren, ha, cool, dass die unterschiedlich gelistet werden. Die Vespinga-Serie. Ich bin mir bloß nicht sicher, was die hier sind. Ich glaube eigentlich, ein paar davon sind die hier quasi. Die Vespinga-Serie, die man da drauf baut, auf das Reichhaltige. Ich glaube, deshalb sind die separat gelistet, weil ich glaube, davon sind 2 davon gestorben oder vielleicht sogar auch 3, wer weiß. Und ansonsten 15 Liberator und eben 110 Marauder, 260 Marines. Was für ein Schlachtfest in dieser ersten Map hier. Aber 1-0 für Bunny. Wir gehen in Map Nummer 2. Okay, in Map Nummer 2 kriegen wir ein ganz anderes Spielchen. Und dann sieht's von Bunny, sind SCVs unterwegs. 2 Stück. Doppel Proxy Rex. On the way. Und das sieht mir nach Marine Bunker Rush aus. Bunny hat die 1-0-Führung. Er kann sich das easy leisten. Und Stefanos Chance, das zu scouten, sind sehr gering, weil sein Overlord ist ganz woanders. Hier sind die Barracks und der Overlord ist gerade hier. Der hat noch einen weiten Weg vor sich, um das zu finden. Er ist grob in die Richtung unterwegs, aber... Ja, wobei, da fliegt der zweite Overlord raus, aber der nimmt auch einen anderen Weg. Der fliegt auch nicht in die Ecke. Also, schöne Position bisher von Bunny. Auch wenn Stefano fleißig scoutet, er kann dann den Marine tatsächlich anrücken sehen. Wobei, er kommt da wirklich der Geschichte ziemlich nahe. Also, er wird... Oh, er wird spät sehen, denke ich. Und wenn die Marines hier hinten rumlaufen, sieht das gar nicht. Er wird... Oh, er bleibt... Nein, er ist unterwegs. Er wird sehen. In wenigen Augenblicken. Jetzt sieht er die SCVs normalerweise. Und den ersten Marine anlaufen. Und die Barracks auch. Stefano weiß jetzt Bescheid, dass er abgeht. Versucht den Overlord auch zu retten, den er auf den Highground bringt. Trotzdem, was macht er dagegen? Er zieht direkt die Drones. Er will da gar nicht lange warten. Er will das sofort unterbinden. Diesen Move. Ja, mit den Drones natürlich den Bunker verhindern. Aber er baut sogar Spinecrawler mit. Stefano fühlt sich hier wirklich bedroht. Und möchte das wirklich... Ja, so krass wie möglich. Defenden, er fehlt jetzt mal die erste Drone. Natürlich, der Bunker wird surrounded. Der Bunker wird sogar komplett gekillt hier von den Drones. Das ist schon mal eine Leistung. Die Drones müssen aber noch weiter Zeit kaufen. Die Spinecrawler sind zur Hälfte. Fertig, die mehr und mehr Drones gehen down. Da wird ein SCV gefokust. SCV geht da down. Nächster Bunker wird fokussiert. Nächster Bunker ist down. Trotzdem, 3 Marines sind am Start. Jetzt ein paar Linge da. Und Stefano hat 4 Worker verloren. Also er ist trotzdem im Mining nicht unbedingt in der besten Position. Und die Marines können natürlich immer noch versuchen, hier seine Spinecrawler zu snipen. Er kriegt das nächste SCV. Das heißt, die Bunker werden erstmal nichts mehr. Spinecrawler 1 wird fertig werden, Spinecrawler 2 wird auch fertig werden und damit hat Stefano das zumindest überlebt. Die Frage ist, wie viel Schaden hat er dabei genommen? Denn
Er ist jetzt economy-technisch auch nicht in der besten Ausgangslage, nach dem Verlust von so vielen Workern. Aber gut, der Terran hat auch ein paar SCVs verloren, insgesamt zwei Stück. Zwei Stück, 2 zu 4 gekillte Worker und 2 Spinecoalettes mit dabei, die gegen die Marines verteidigen können. Also zumindest ist Stefano hier erstmal safe. Er lebt noch auf Sensei-Basen. Muss aber jetzt eben gucken, dass er seine Economy wieder mehr in Gang kriegt. Die Marines gehen mindestens enttäuscht nach Hause. Aber er hat's gescoutet, hat reagiert und hat's defended. Er lebt mal noch. So, als nächstes haben wir einen Starport unterwegs für Bunny, der natürlich immer noch jetzt One-Base rumhängt. Also Stefano wird auf jeden Fall jetzt hier seinen Mining-Vorteil sich zurückerkämpfen. Barracks landen jetzt wieder zu Hause. Wir sehen auch gerade den fertigen Reaktor für die Factory. Und dann wird es, denke ich, ganz gewohnt in Bio weitergehen. Dann links scoutet hier nochmal kurz die Rampe hoch. Hat dann auch alles gesehen, also da hat Stefano auch die Nashville gesehen, die noch im Bau war. Und also dann abschätzen, wie weit die Turn-Economy ist. Und ja, man sieht es eben Bunny auch mit einem Medivac direkt, als er versucht, da nachzulegen. Er versucht, da mehr Damage zu machen, weil er genau weiß, wenn er den Zerg jetzt in Ruhe lässt für zu viel Zeit, dann zieht ihm der Zerg davon und das will man nicht zulassen. Natürlich, die Marines, wenn sie von Medivac unterstützt werden, sind schon mal ein ganzes Stück stärker. Zudem, die Hellions können natürlich parallel in eine andere Base reinfahren. Und Stefano ist momentan auch relativ greedy eben unterwegs. Man versucht, viele Drones da durchzuquetschen. Ich meine, einheitentechnisch, was hat er momentan? Er hat 2 Linge und 2 Queens. Das war es auch. Es kommt nochmal eine Queen und nochmal 2 Linge. Die ersten Hellions wurden begrüßt. Danach gibt es einen Liberator und Drop ist unterwegs für Bunny. Damit legt er jetzt nach. Und das sind nochmal 2, also einfach 4 Hellions tatsächlich und ein Medivac. Und der Traum natürlich, möglichst viele Drones zu grillen. Mal sehen, Stefano, er hat keinen Scout hier frühzeitig. Also wenn Bunny hier genau hier reinfliegt, ist er so ziemlich unentdeckt. Die Position, gerade so. Okay, Stefano müsste das gesehen haben, wenn auch nur kurz. Es ist auf jeden Fall jetzt wieder in einem blinden Punkt. Ja, die Drones waren bereits weggezogen aus der Mainbase. Stefano weiß genau, was ihm da blüht und will es gar nicht erst riskieren. Versucht hier einfach zu blocken, abzuwehren. Die Drones fahren jetzt aber auch schon wieder ran, müssen da ein bisschen aufpassen. Die Hellions sind flink. Und die Drones quetschen sich da durch, quetschen sich daran, aber sie werden das erstmal überstehen. Währenddessen fliegt hier der Liberator gerade raus. Das Medivac, ist es schon fertig mit seinem Job? Oder wechselt es einfach die Base? Es gibt jetzt hier Doppel-Ebay und ein drittes CC für Bunny. Also er makrot auch fleißig weiter. Und natürlich jetzt Kombination Hellions plus Liberator kann auch eklig werden. Erstmal der Scan hier rausnehmen tatsächlich. Dafür stirbt aber auch einer der Hellions. Der Liberator ist jetzt unterwegs zur Mainbase. Da ist kein Spore-Caller. Da vorne geht er auf den 2. Evolution Chamber. Und ja, wird einmal richtig fleißig über alles ausgeklappt. Und das gibt tote Drones und währenddessen geht es hier auch noch an die Drones. Oh, Stefano, das sieht ziemlich gefährlich für ihn aus. Da gehen schon mal 10 Drones down, 11 Drones down. Da wird nochmal eingeladen, das Medivac überlebt tatsächlich, wenn das in der Liberator, ja, fliegt hier einfach weiter. 12 Drones gekillt. Als nächstes soll es an die Natural gehen und da müssen die Drones dann wieder fliehen. Also das Zerg Mining wird hier nicht besser. Gerade Stefano muss die Drones exzieren, wird dann nochmal eine verlieren. Der Liberator wird dann aber auch geklärt. Trotz allem 13 Drones. Ist bei weitem genügend Damage und Bunny konnte seine Hellions sogar noch im Leben erhalten. Das ist schon mal eine Leistung. Also behält hier tatsächlich weiter so ziemlich den Mining-Vorteil. Hat natürlich seine 3. unterwegs, also für Bunny sieht das ab hier ziemlich gut aus, würde ich sagen. Hat upgetechnisch auch einen guten Fortschritt bereits erzielt. Da fliegt die 3. los in Position. Da vorne beginnt seine 4. 52 zu 46 der Worker-Count. Monster Nummer 3 steht. Patch Nummer 4 im Bau. Da kommt die Armory. Dann wird natürlich die Widow 1 automatisch geupgradet. Im Stefano kommt 1-1 mit Melee-Attacks. Leertech ist unterwegs und Baning Nest. Also er hat momentan noch gar keine Baninge tatsächlich. Das könnte ziemlich verheerend werden, denn der Terraner-Push kommt sehr bald. Und das Baning Nest, es braucht noch 20 Sekunden. Ja, mal sehen, ob Stefano 20 Sekunden Zeit hat. Das ist gerade eine sehr kritische Frage tatsächlich. Da gibt es einen General Stim erstmal. Alles durchballern, Panzer siegen. Und ja, wie gesagt, keine Banes gegen viele Marines. Ja, die Marines sind sogar schon gesplittet ab. Die müssten sich niemals splitten. Die können einfach in einem Klumpen vorwärts laufen. Da kommen keine Baning aktuell.
Einige sind noch nicht fertig im Off, da gibt es nochmal einen Scan. Bunny hält sich wirklich sehr, sehr defensiv mit seiner Truppe. Also, wenn er hier aggressiver reingegangen wäre, hätte er, glaube ich, schon längst der Fahne überrollen können. Der Fahne morpht jetzt die ersten vier Banes. Vier Banes ist ein bisschen mager. Er hat dann zumindest mal einsatz. Okay, Stefano ist mit einem Counter-Attack unterwegs. Sieht da seine Chancen besser. Die Wall ist da offen. Aber da ist auch Reinforcement in der Nähe. Und die Linge kriegen da sofort mal eine Breitseite ab vom Panzer. Wenn das in die dritte Basis vom Zerg ist, bereits down. Das Bankkonto versucht sich nochmal positionieren. Und die Linge, oh nein, die Linge. Zwei werden einfach nur zerstört. Da gibt's nichts. Einsatz ist nämlich auch beim Terran durch. Combat Shield durch. Und die Wall blockt die Linge nochmal. Panzer schießt hier nochmal rein. Ja, schießt mal freundlicherweise rein. Und somit Stefano. Die haben jetzt Seeds and Supply. Leidet gerade einfach nur. Und Bunny pusht weiter und weiter nach vorne. Es sind jetzt ein paar Banninge mit dabei, aber die haben auch noch kein Speed-Upgrade. Panzer werden gesiegt, Banninge werden gefokust. Ein Banning kommt da ran. Ein Banning ist nicht so viel. Linge strömen ran, werden sofort zerstört. Jetzt sind es die Queens alleine gegen die Marines und die Panzer. Und die Queens schaffen diesen Fight nicht. Besonders Stefano will gar nicht erst diesen Fight versuchen. Wirft das GG und die zweite Map endet wesentlich schneller. Gut, nachdem Bunny hier auch einiges an Schaden mit Hellion Liberator Combo gemacht hat. Und dann natürlich hier der Push und Stefano. Lange ohne Banning Nest, keine Banninge für diesen Push gehabt. Also sein Tech war entsprechend schlecht. Er hatte zwar 2-2 unterwegs, aber ja, leider lebt er nicht mehr. Somit hat sich das Thema dann doch erledigt. 2-0 am Ende für Bunny. Aber gerade die erste Map war sehr, sehr schön anzusehen. Auch hier Defense gegen die Proxy Rex war auch in Ordnung. Hat zwar trotzdem ein paar Drones gekostet, natürlich. Ja, ein bisschen das Mining geblockt von Stefano, aber er hat auf jeden Fall die Sache überstanden. Aber dann eben. Hat versucht, sich da in eine bessere Position zu bringen, dann aber sehr viele Drones verloren, dann versucht das nachzubauen und dann waren eben keine Banes da, keine Army ready, um den Push des Terranes zu blocken. Somit Bunny macht das mit dem 2-0, darf dann in Deciders nochmal gegen Lambo ran. Das gibt's dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut und tschüss.